Die Fans vom Aufsteiger 1. FC Magdeburg, die reiben sich immer noch die Augen. Und zwar nach dem tollen Auftritt vor 21.000 Zuschauern gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Und da gab es jede Menge Lobeshymnen, die uns über Facebook erreicht haben. Zum Beispiel Ramon Langnau, der schreibt: Gratulation, das hätte ich nicht erwartet, nach einer schwachen ersten Halbzeit eine große Steigerung im zweiten Durchgang. Ein verdienter Sieg, schreibt er. Und Dennis Pölzing schreibt: sauber gemacht, so wird's gemacht, Jungs. Und weiter so. Und Daumen gedrückt. So, und jetzt geht's für den FCM zum ersten Tabellenführer der Saison nach Mainz. Und unser Blick geht aber auch zum Regionalligisten Germania Halberstadt. Jan Löhmannsröben, Michael Niemeyer und Manuel Farona Pulido, das sind die Neuen. Pulido ist durch die Schule des Hamburger Sportvereins gegangen und zeichnet sich aus durch... Naja, ich denke, meine Schnelligkeit, meine Dribbelstärke und mein Torabschluss. An der Defensive muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber das kommt noch. Für den 19-jährigen Michael Niemeyer ist es ein besonderes Erlebnis, in Liga 3 zu spielen. Der Mann aus Salzwedel hat in der Jugend schon für den FCM gekickt und möchte nun öfter in der Startelf stehen. Ja, auf jeden Fall, klar. Also ist auch geil, vor dieser Kulisse zu spielen. Jan Löhmannsröben kam von Wacker Nordhausen und überzeugte im Spiel mit Körpereinsatz. Löhmannsröben zweimal sehr aggressiv. Das ist seine Spielweise. Oh, ich habe mich recht wohl gefühlt, hoffe, ich habe meinen Teil beigetragen, dass wir gewonnen haben und hoffe, dass es weitergeht. Sie haben ihren Platz in der Mannschaft schon gefunden. Löhmannsröben, Pulido und Niemeyer. Drei Namen, die sich die FCM-Fans auf jeden Fall merken sollten.